So, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Juso-Hochschulgruppe und vor allem liebe Studierende, ich darf Sie heute alle an der Ihnen vertrauten Bucerius Law School begrüßen und freue mich auf den heutigen Abend. Noch gut erinnere ich mich, nur fast 2 Jahre später, an den Moment, an dem wir hier zugemacht haben. Das war nämlich am 13. März 2020, an dem ich die Mail an Campus alle schickte, die uns die nächsten 2 Jahre oder die nächsten Wochen dann erst in einen Online-Betrieb geschickt haben. Und als Privatmensch, aber auch als Geschäftsführer zeigte sich mir in den kommenden Monaten, welche Bedeutung Austausch als solche trotz und gerade wegen der physischen Distanz hat. Die Politik mit der Wissenschaft, die Rechtswissenschaft mit der Medizin, da werden wir heute drüber reden, Junge mit Alten, Gesunde mit Risikogruppen, Erwachsene mit Kindern und vielleicht noch wichtiger, alle miteinander und untereinander. Ich freue mich deshalb besonders, dass wir uns heute hier mit unserem ersten Bürgermeister austauschen können, der Politiker und auch zugleich Mediziner ist. Wo ich gemeinsam mit Katharina Bulewölki und Benedikt Landgräbe in der Hochschulleitung und wir als Hochschule insgesamt von einem Tag auf den nächsten in den Krisenmodus schalten mussten, waren Sie für eine ganze Stadt verantwortlich. Ausdrücklich bedanken möchte ich mich für den von Anfang an guten Draht, den wir in der Krise mit den städtischen Behörden hatten. Von der Senatskanzlei über die BASFI bis hin zur Wissenschaftsbehörde, die mit uns Hochschulen durch wöchentliche Videokonferenzen eng in Kontakt blieb. Ich war beeindruckt von der Schnelligkeit Ihres Handelns in dieser besonderen Situation. Die Politik und die öffentliche Verwaltung der Hansestadt waren schlagkräftig und haben die Krise aus meiner Sicht sehr gut gemeistert. Man muss sich bei aller Kritik, die im Detail auch sicher ab und zu berechtigt ist, die Komplexität und die Unsicherheit der Lage vergegenwärtigen. Der gerade erwähnte Austausch war in Zeiten des Abstandshaltens wichtiger denn je für die organisatorischen Fragen des Alltags. Für uns als Hochschule möchte ich 2 Erfahrungen teilen, die neben den vielen neu gelernten Vokabeln wie Inzidenz und Mund-Nasen-Schutz bleiben werden. Erstens, gerade die Rechtswissenschaft ist in ihrer Arbeit und Bewertung auf andere Disziplinen ganz besonders angewiesen. Das zeigt sich neben der Medizin, wo wir diese Erfahrung in unserem entsprechenden Institut auch schon vor Corona machten, auch beim Klimaschutz. Anwendung und Schaffung neuer Regeln braucht den Austausch mit der Welt und den sie untersuchenden Expertinnen. Zweitens, Austausch ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern ihr Fehlen hat auch ganz konkrete gesundheitliche und zwischenmenschliche Folgen. Seit 2000 erleben unsere Studierenden unseren Campus als Ort der Begegnung, des In-den-Arm-Nehmens in schwierigen Momenten, aber auch des gemeinsamen Feierns nach Erfolgen. Keine Kachel auf dem Bildschirm kann das ersetzen, besonders für junge Menschen und deren Entwicklung. Deswegen sind wir für die weitreichende Normalität, die wir jetzt schon wieder auf unserem Campus haben und auch Gott sei Dank 100% Präsenzlehre anbieten können. Dafür sind wir sehr dankbar, aber wir freuen uns auch sehr auf den 20. März, der uns noch weitere Schritte ermöglichen wird. Ganz im Sinne des eben Gesagten freue ich mich nun auf einen gemeinsamen Abend, reich an Austausch und Begegnungen. Trotz aller Widrigkeiten haben Elisa Hohaus und Karim Nasser damals im September 2020 ihr Studium bei uns begonnen, mitten in der Pandemie. Und das ist der Jahrgang, der uns deswegen besonders am Herzen liegt. Vielen Dank für die Organisation des heutigen Abends an Sie beide und an unser Studium Generale. Und damit Bühne frei. Lieber Herr Dr. Tschentscher, lieber Herr Weizmann, liebe Mitglieder der Hochschule und liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen. Helmut Schmidt hat einmal gesagt,
In der Krise beweist sich der Charakter. Es ist uns heute eine große Freude, einen Politiker in unserer Mitte begrüßen zu dürfen, der innerhalb der letzten 2 Jahre quasi täglich seinen Charakter unter Beweis stellen konnte. Wir sind sehr gespannt auf seine politische Expertise und seine Beweggründe. Doch wer sind wir? Wir, das sind die InitiatorInnen dieser Veranstaltung, die Juso-Hochschulgruppe der Bucerius Law School. Heute vertreten durch Karim Nassar, Student des 20er-Jahrgangs und Juso, und durch mich, Elisa Hohaus, ebenfalls Studentin des 20er-Jahrgangs und ebenfalls Juso. Unser Ziel als Hochschulgruppe ist es, politischen Diskurs sichtbar zu machen, Partizipation hörbar zu machen und möglichst viele zum Mitmachen zu motivieren. An dieser Stelle sei auch nochmal ganz, ganz ausdrücklich gesagt, neue Mitglieder sind in der Juso-Hochschulgruppe wirklich immer stets willkommen. Wir hoffen also, mit dieser Veranstaltung euer Interesse geweckt zu haben. Und ich persönlich freue mich auf eine interessante und eine kontroverse Diskussion und gebe nun an Karim ab, der im Folgenden erläutern wird, was auf euch zukommt und mit wem wir den heutigen Abend verbringen dürfen. Ja, auch von mir einen schönen guten Abend allerseits. Wir freuen uns sehr darüber, dass so viele von euch hier Platz im Auditorium gefunden haben, denn dass wir uns heute hier treffen, ist absolut keine Selbstverständlichkeit. Nur zu gut erinnere ich mich noch daran, als wir in unserer Juso-HSG-Vorstandssitzung überlegt hatten, welche Veranstaltung wir dann als nächstes planen wollen. Als das Thema Corona auf dem Tisch kam, hielt sich die Freude in Grenzen. Schließlich, die Tageszeitungen sind voll mit dem Thema und auch im Fernsehen gibt es ja kaum noch etwas anderes zu sehen. Doch zugleich erkannten wir im Rahmen unserer Hochschule ein enormes Diskussionspotenzial. Ob in der Mensa oder nach der Vorlesung, ständig diskutierten wir über die aktuellen Corona-Maßnahmen oder auch über die Situation insgesamt. Zugleich erleben wir aktuell eine wahre Trendwende in der Pandemie. Die Omikron-Variante begründet Hoffnung auf ein Leben nach Corona. Und auch deshalb wurden gerade durch die Bundesregierung die neuen Maßnahmen beschlossen, welche uns am heutigen Tage sehr viel Raum für die Diskussion geben werden. Für diese Diskussion haben wir unserer Meinung nach den besten Mann gewinnen können, Dr. Peter Tschentscher. Denn dieser ist seit dem 28. März 2018 erster Bürgermeister der Stadt Hamburg und war damit über den gesamten Zeitraum der Pandemie Hauptverantwortlicher für die erlassenen Maßnahmen. Zugleich ist er aber auch Mediziner, wodurch er noch einen besonderen Blick auf diese Pandemie wahrscheinlich gewinnen konnte. Und auch das hat ihm wahrscheinlich nochmal einen besonderen Einfluss im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz gegeben, wo wir ihn auch häufig anschließend nach den Konferenzen vor der Kamera neben der Bundeskanzlerin sehen konnten. Am heutigen Abend wollen wir über verschiedene Themen mit Herrn Tschentscher, aber auch mit euch im Anschluss sprechen. Unter anderem dabei wollen wir einen Blick auf die vergangenen Maßnahmen wagen, aber auch mit Blick in die Zukunft über die Impfpflicht oder über den gerade vor kurzem erlassenen Stufenplan sprechen. Doch bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich Herrn Tschentscher darum bitten, uns einen kurzen Einstieg zu geben, indem wir noch einen kurzen Rückblick wagen in die nun leider schon bestehenden 2 Jahre Pandemie. Begrüße jetzt bitte an dieser Stelle mit einem herzlichen Applaus Dr. Peter Tschentscher. Sehr geehrter Herr Weizmann, liebe Juso-Hochschulgruppe, vielen Dank für die einleitenden Worte und vor allem vielen Dank für die Einladung. Wenn Sie von einer politisch nahestehenden Hochschulgruppe kommt, diese Einladung, nehme ich Sie natürlich besonders gerne an. Ich hätte sie aber auch von anderen Hochschulgruppen gerne angenommen, weil es schon etwas Besonderes ist, als Politiker meines Jahrgangs mit der jungen Generation über die Fragen zu reden, die uns alle ja sehr bewegen, die wichtig sind für die Schritte, die noch vor uns liegen. Und es interessiert mich auch, wie Sie überhaupt die Politik in dieser Pandemie unabhängig von der einzelnen Corona-Regelung einschätzen. Deswegen freue ich mich auf einen
interessanten Diskussionsabend. Interessant für Sie, aber sicher auch interessant für mich, denn der Zugang zur jüngeren Generation ist etwas, das sich im Politikalltag nicht immer von alleine ergibt. Sie haben mir jetzt 15 Minuten gegeben für eine Rückschau auf Hamburg in der Corona-Krise. Ich denke, es ist ganz gut, gerade wenn wir in einer Law School sind, die Sache vielleicht einmal so zu sehen. Diese Krise war eine ganz besondere Krise. Es gibt soziale Krisen, es gibt politische Krisen, Regierungsbildung klappen nicht, es gibt Finanz- und Wirtschaftskrisen, die sehr schwerwiegend sein können, die wir alle auch schon erlebt haben. Aber eine Krise dieser Art, eine Pandemie, ist eine ganz besondere Krise. Eine, die wir seit 100 Jahren nicht erlebt haben und die dadurch gekennzeichnet ist, dass es nicht nur um wirtschaftliche Fragen geht, nicht nur um die Frage, kommen wir gemeinsam voran in der Regierungsbildung oder anderen Themen, sondern es geht in der Pandemie um die Bedrohung von Leben und Gesundheit. Es geht auch um den Bestand und das Funktionieren des Gemeinwesens. Und diese tiefgreifende, diese elementare Bedrohung von Leben und Gesundheit, von Funktionieren des Gemeinwesens ist von ganz anderer Qualität. Sie ist sehr viel weitreichender und tiefgreifender. Das muss einem bewusst sein, denn entsprechend war diese Situation wirklich anders, als wir sonst so in Krisen in der Politik vorgehen konnten. Man kann sich das so vorstellen wie ein Tsunami, wie eine Naturkatastrophe. Diese Bedrohung durch Viren, die wir nicht sehen, aber die uns massiv befallen können, ist so wie eine Tsunami-Welle, nur dass wir sie nicht sehen. Diejenigen, die aber eine Vorstellung davon haben, was solche Pandemien auslösen können, wie rasant sie sich ausbreiten können und wie massiv dann die Folgewirkungen sind, haben sozusagen die Tsunami-Welle gesehen, obwohl viele andere noch gar nicht ahnten, dass es ein Problem gibt. Als ich genau vor 2 Jahren von dem ersten Infektionsfall in Hamburg erfuhr, das war ein Donnerstagabend, ein früherer Kollege meinerseits im UKE war der erste Hamburger Corona-Patient, war mir schon bewusst, dass es hier nicht um eine normale, schwierige Lage geht. Und zwar, weil ich Berichte hatte von den Vorgängen und vom Management der Pandemie in China. Dort hat die Regierung drastische Maßnahmen verhängt. Ganze Metropolregionen abgeriegelt. Etwas, was unglaublich relevant ist für die chinesische Wirtschaft. Sie haben das chinesische Neujahrsfest verlängert. Jemand, der weiß, wie die ökonomischen Wirkungen dieser Neujahrswoche in China ist, kann einschätzen, welche Bedeutung diese Entscheidung der chinesischen Regierung hatte weltweit. Und mir war bewusst und aus den Berichten, die ich von dort bekam, dass die chinesische Regierung die Bedrohung durch die Coronaviren als extrem groß eingestuft hat. Das macht man nicht nur so, um politische Effekte auszulösen. Wir haben dann gewusst, dass wenn man diese Welle nicht ernst nimmt oder wenn man sie nicht erkennt, dass es dann zu genau den eben schon beschriebenen elementaren schlimmen Folgen für die Gesundheit kommt. Das haben Länder erlebt, die sie diese Welle nicht haben kommen sehen. Begonnen hat es ja in Europa, in Norditalien. Es sind dann Länder dabei gewesen, die haben die Sache gesehen, aber sie nicht ernst genommen. Dort gab es dann Effekte, die genauso schlimm waren. Brasilien, in Großbritannien, in Portugal, in Spanien gab es Situationen, wer die wirklich erlebt hat, dass also Menschen vor Intensivstationen im Sinne von Triage unterteilt werden mussten in diejenigen, die sofort sterben und diejenigen, die wahrscheinlich sterben, dann ist das schon sehr, sehr beeindruckend. Und ich komme ja aus der Medizin und Kollegen von mir haben berichtet, wie das in Norditalien war. Da kamen die Corona-Patienten in die Aufnahme und es gab 2 Türen und links waren die nur noch ein bisschen Sterbehilfe bekamen und rechts kamen die eventuell eine Chance bekommen auf eine Beatmung. Das ist sehr hart und führt zu sehr vielen Toten,
führt auch dazu, dass das Gesundheitswesen an sich überlastet ist, dass auch diejenigen nicht mehr behandelt werden können, die aus ganz anderen Gründen intensive Behandlung benötigen, Unfallopfer, Herzinfarktpatienten, was auch immer so einem passieren kann. Und deswegen war Medizinern sehr früh klar, dass wir hier nicht über eine normale Situation reden, die wir mehr oder weniger streng behandeln können, sondern hier ging es wirklich um eine Naturkatastrophe, in der wir für das Gemeinwesen schlimmste Dinge verhindern mussten. Und nur so ist auch erklärbar, dass das, was wir gemacht haben. Stellen Sie sich vor, im Herbst 2019, da war ja von Corona noch gar nicht die Rede, hätte jemand gesagt, in Hamburg trifft der Senat Entscheidungen, die dazu führen, dass man ab 21 Uhr das Haus nicht mehr verlassen darf. Stellen Sie sich das vor. Eine Maßnahme, die einen massiven Grundrechtseingriff darstellt. Man darf das Haus nicht mehr verlassen ohne triftigen Grund. Wenn Sie sich vorgestellt hätten, wir würden ganze Branchen durch politische Beschlüsse stilllegen, über Nacht, von einem Tag auf den anderen. Oder diejenigen, die aus Hamburg kommen, wer hätte 2019 überlegt, dass die Reeperbahn an einem Samstagabend dunkel und ruhig ist? Das ist ja das Bild gewesen. Das war unvorstellbar und dennoch ist es so gekommen. Hintergrund dafür ist, dass wir in dieser Naturkatastrophe Maßnahmen treffen mussten, die den normalen rechtlichen, politischen Entscheidungsabläufen nicht entsprochen haben. Das war eine ganz besondere, eine ganz besondere Situation für die Politik. Ich habe genau vor einem Jahr mir überlegt und mir berichten lassen als Nichtjurist, wie wir in Hamburg den Katastrophenfall auslösen. Bayern hat das gemacht. In Hamburg gibt es diese Regelungen, die darin bestehen, dass es keine Bürgerschafts- und Senatsbeschlüsse mehr gibt, sondern dass es einen Katastrophenstab gibt. Und der Leiter des Katastrophenstabs fällt höchstpersönlich weitreichende Entscheidungen, die sonst über wochenlange Behördenabstimmungen, parlamentarische Beratungen demokratisch zustande kommen. Dieser Katastrophenfall, der juristisch vorbereitet oder ausgearbeitet wurde nach der Flutkatastrophe in den 60er Jahren, ist für solche Naturkatastrophen gedacht. Und ich war mir nicht sicher im Februar letzten Jahres, ob wir dieses rechtliche Instrumentarium nicht tatsächlich brauchen. Wir sind drum herum gekommen, aber nur ganz knapp, wenn ich das mal so in der Nachschau sagen darf, weil es andere sehr weitreichende rechtliche Möglichkeiten gab, die nötigen Entscheidungen in der Kürze der Zeit zu treffen und umzusetzen, die in so einer Lage erforderlich sind. Wir nannten das dann zunächst Allgemeinverfügungen, also sehr weitreichende Beschlüsse des Senats ohne Beteiligung von Bürgerschaft und parlamentarischer Beratung, sondern Ad-hoc-Entscheidungen am Donnerstagabend, dass am Samstag die Schulen nicht mehr geöffnet werden oder die Reeperbahn geschlossen bleibt, Betriebe stillgelegt werden. Das sind Maßnahmen gewesen, die wir rechtlich in ein Regime umgesetzt haben, das nicht weit weg war von diesem Katastrophenfall, aber das natürlich von der Entscheidungspsychologie her enorm schwierig war. Und es war immer getrieben bei mir und auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen auf der Ministerpräsidentenkonferenz von der harten Einschätzung aus eigener Erkenntnis oder aufgrund von entsprechenden Empfehlungen oder dringenden Forderungen der Wissenschaft, dass wir aus dieser Tsunami-Welle der Corona-Infektion nicht herauskommen, wenn wir nicht sehr konsequent handeln. Das Problem ist, das Unwissen war groß. Wir wussten in dieser Phase wenig über die Frage, wie genau diese Coronaviren sich verbreiten. Wir wussten nicht genau, ob alle gleich schwer erkranken können. Und in dieser großen Unsicherheit wurden aus Vorsichtsgründen Entscheidungen getroffen, die bei fortschreitender Erkenntnis nicht mehr getroffen worden wären. Auch dies hat eine juristische Relevanz. Die große Unwissenheit, so haben es die Richter des
Oberverwaltungsgerichts in Hamburg formuliert, gibt dem Gesetzgeber oder dem Verordnungsgeber auch einen breiten Spielraum, Maßnahmen zu ergreifen, von denen wir nicht sicher herleiten können, dass sie unbedingt nötig sind. Mit anderen Worten, je größer die Unsicherheit und Bedrohung der Lage, umso größer muss die Freiheit sein der Exekutiven, Maßnahmen zu ergreifen zum Schutz des Gemeinwesens. Wenn Sie sich juristisch dafür interessieren, und Sie sind ja nun vom Fach, ich habe die Begründung der Oberverwaltungsgerichtsurteile immer sehr interessiert gelesen. Sie haben die Lage, die ich selber gespürt habe, in besseren Worten beschrieben und eingeordnet, als ich das als Nicht-Jurist gekonnt hätte. Aber Sie haben diesen Zusammenhang, große Unsicherheit, aber auch großer Handlungsdruck und damit große Handlungsfreiheit für die Exekutive sehr gut beschrieben und jede Einzelentscheidung des Senats, wenn sie angegriffen wurde, in diesem Rahmen beurteilt. Das heißt aber auch, mit zunehmender Sicherheit, was die Erkenntnislage angeht, wurden die juristischen Entscheidungsspielräume kleiner. Und wir mussten im Laufe dieser 2 Jahre immer häufiger sagen, diese jetzige Entscheidung kann nicht mehr so ausfallen wie noch vor einem Jahr. Wir wissen jetzt, dass bestimmte Situationen nicht so infektionsrelevant sind. Und daraufhin haben wir auch unsere Entscheidung jeweils immer unter dem Maßstab der Angemessenheit oder wie sagt man, Verhältnismäßigkeit und nach Gleichheitsgrundsätzen so getroffen, dass die Rechtsprechung, jedenfalls in Hamburg, die Verordnung, also damit die Entscheidung, die wir getroffen haben, bis auf wenige Ausnahmen bestätigt hat. Das ist deshalb bemerkenswert, weil in der frühen Phase der Pandemie Journalisten mich im Hintergrundgespräch gefragt haben, sehr kluge Journalisten, haben mich gefragt, ist denn ein demokratisches Rechtssystem in der Lage, wirksam Pandemie zu bekämpfen? Oder andersrum ausgedrückt, kann man eine Pandemie in der Demokratie überhaupt bekämpfen in einem freien Rechtsstaat? Oder haben autokratische Systeme dann einen Vorteil? Das ist eine ziemlich kluge Frage gewesen. Ich hatte gehofft, dass man sie mit Ja beantworten kann. Und es ist auch so gewesen, denn letztlich ist es Deutschland gelungen, mit den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, der zwar Sonderregelungen, aber dann doch der nicht der Willkürentscheidung von Regierungen durch diese Pandemie zu kommen und großen Schaden zu vermeiden. Sie werden das vielleicht an einigen Stellen anders sehen. Ich bin auch noch nie so hart kritisiert worden für das, was ich so in der Politik gemacht habe. Diese letzten 2 Jahre sind ja dadurch geprägt worden, dass jede Entscheidung eine große Zustimmung bekommen hat, aber von einem Teil der Betroffenen massiven Widerstand, Widerspruch, Kritik. Und dennoch ist es gelungen, in einer transparenten, medial auch sehr kritischen Begleitung der Politik, ist es gelungen, dass wir eben nicht die Todeszahlen haben, die es in anderen europäischen Ländern gab, dass wir selbst in einer Metropole wie Hamburg, wo es sehr schwer ist, Infektionsbekämpfung zu organisieren, Pandemien, können Sie sich vorstellen, sind vor allem dort schwer zu bekämpfen, wo die Menschen eng beieinander sind. Distanz und Fläche sind das Beste, was man tun kann, wenn man infektiöse Erkrankungserreger sozusagen abwehren will. Gerade in den Metropolen war es nicht so leicht, die Todeszahlen zu verhindern, die London und andere große Metropolen erlebt haben. Und deswegen würde ich im Nachhinein sagen, die Frage, können auch demokratische, rechtsstaatliche Systeme Pandemien bekämpfen? Wir können das mit Ja beantworten. Allerdings wird es dann recht komplex. Irgendwann sind so viele Erkenntnisse in der Welt, dass es sehr schwierig ist, Dinge zu erläutern. Wir haben ja mehrere Wellen hinter uns. Jede Welle ist geprägt durch Virusvarianten, die immer leicht andere Eigenschaften hatten als frühere Varianten. Und damit sind natürlich auch rein fachlich Dinge auch anders zu entscheiden gewesen. Das Bemerkenswerteste ist vielleicht, dass wir bis vor kurzem immer gesagt haben, die Impfung hilft, geimpfte Menschen sind geschützt vor schwerer Erkrankung, das gilt noch immer. Aber sie sind auch in einem erheblichen Umfang geschützt vor Infektionen.
Und seit der Omikron-Variante haben wir festgestellt, das eine stimmt noch. Es gibt noch einen sehr guten Schutz der Impfung vor schwere Erkrankungen. Aber der Schutz vor der Infektion ist nicht so gut. Dieser Immune-Escape-Mechanismus der Omikron-Variante hat, wenn man so will, auch die Systematik unseres Regelungswerkes beeinflusst. Denn wir mussten dann ab Januar davon ausgehen, dass es nicht mehr ausreicht, geimpft zu sein, sondern man kann auch als Geimpfter mit hoher Wahrscheinlichkeit infiziert sein und diese Infektion weitergeben. Heißt also, von Welle zu Welle musste viel erklärt werden in der Politik. Wir mussten immer wieder sagen, warum wir bis vor kurzem noch davon ausgegangen sind, dass wir eine Inzidenz von so und so erreichen müssen. Und eine Welle später haben wir gesagt, die neuen Viren sind infektiöser. Wir brauchen niedrigere Inzidenzziele und müssen deshalb konsequenter noch in den infektionsrelevanten Beschränkungen erlassen. Aber durch die Unterstützung engagierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich beteiligt haben an diesem öffentlichen Diskurs, durch eine mediale Welt, die alles berichtet, also den Protest, aber eben auch das, was Politik zur Erklärung zu sagen hat, ist es, glaube ich, in ausreichendem Maße gelungen, Akzeptanz zu erhalten für das, was wir an ungewöhnlichen und sehr einschneidenden Maßnahmen beschließen mussten. Alles in allem sind die Dinge härter und langwieriger geworden, als ich es zu Anfang gedacht habe. Ich hätte nicht erwartet, dass wir heute nach 2 Jahren hier noch mit Masken beieinander sein müssen. Ich hatte auch gehofft, dass uns die Impfung ein Ende der Pandemie jetzt Ende 2021 ermöglicht. Dieser Immune-Escape-Phänomen der Omikron-Variante hat die Sache jetzt noch einmal verlängert. Aber an vielen Stellen sind Dinge auch besser gelaufen als gedacht. Die Impfstoffentwicklung ist ein grandioser Erfolg der Medizin, der Wissenschaft, der pharmazeutischen Industrie. Es ist selbst für optimistische Insider noch im Sommer nicht klar gewesen, dass es gelingt, im Herbst 2020, also noch im Jahr des Aufkommens der Coronaviren, einen Impfstoff zu entwickeln, der diese Verträglichkeit und Wirksamkeit hat. Das ist schon ein grandioser Erfolg von Medizin, Wissenschaft und pharmazeutischer Kompetenz gewesen, dass wir so früh wirksame und sichere Impfstoffe zur Verfügung hatten. Und so ist auch in anderen Bereichen, in denen wir sehr pessimistische Einschätzungen hatten, die Sache am Ende besser gelaufen als gedacht. Für die Wirtschaft kann man zusammenfassen, im Jahr 2021, also im letzten Jahr, hatte Hamburg sogar mehr Steuereinnahmen noch als im Vorkrisenjahr 2019. Warum betone ich das so? Weil Steuereinnahmen immer ein Indikator dafür sind für wirtschaftliche Prosperität. Das sind also viele Einkommensteuerzahler, viele Unternehmensgewinne, die versteuert werden. Dieses Steueraufkommen im Jahr 2021, ein volles Corona-Jahr, in dieser Größenordnung zeigt, dass die Wirtschaft zwar in einigen Bereichen hart getroffen ist. Fragen Sie nicht nach der Veranstaltungsbranche oder nach der Gastronomie, nach dem, was Kreativwirtschaft angeht. Dort ist es zu schweren, auch strukturellen Schäden gekommen, von denen wir hoffen, dass wir sie überwinden können. Aber insgesamt ist die Wirtschaft in der Metropolregion Hamburg erstaunlich gut durch diese Krise gekommen. Und wir haben sogar Branchen, die stark profitiert haben. Insofern viel Licht und viel Schatten. Insgesamt eine Erfahrung, auf die ich gerne verzichtet hätte. Also wenn Sie mich am Wahltag 2020 gefragt hätten, das ist genau vor 2 Jahren gewesen, wie geht es jetzt weiter die nächsten 5 Jahre? Da hätte ich Ihnen viele Dinge erzählt, die wir vor uns haben. Wir waren in einer wirtschaftlich und finanziell sehr starken Position und wir hatten wichtige Pläne, die wir dann für mindestens mal 2 Jahre nicht zurückstellen mussten, aber die überlagert wurden in diesem Pandemiesinne. Und insofern bin ich fast sicher, dass ich und meine Kolleginnen und Kollegen aus der Ministerpräsidentenkonferenz, auch Frau Merkel und sicher auch Herr Scholz, gerne auf diese Erfahrung verzichtet hätten. Aber es war nun mal eine Krise, die sich ereignet hat, eine Naturkatastrophe, die uns erreicht hat und in der wir uns in der Politik und insgesamt als Gesellschaft den Herausforderungen stellen mussten.
So viel das Wort als Wort zum Sonntag. Der Versuch ist, also es war jetzt nicht juristisch exakt, Ihre Vorlesungen hier sind präzise und beziehen sich auf Rechtsgebiete, die dann sehr gründlich erarbeitet werden. Ein Politiker ist immer konfrontiert in dem, was er will, mit dem Rechtsrahmen, der ihn einschränkt, der ihm auch Möglichkeiten gibt, aber der vor allem zu beachten ist. Und in dieser Pandemielage habe ich sehr viel gelernt über das öffentliche Recht, die Bedeutung der Verwaltungsgerichte. Und ich kann mich nicht beklagen. Die Richter, die Gerichte, jedenfalls in Hamburg, sind sehr klug mit dieser Lage umgegangen. Ich sage das mal trotz aller Gewaltenteilung. Die Begründung der Urteile waren sehr lesenswert. Sie haben uns auch im Senat immer Anlass gegeben, darüber nachzudenken, was wir in Zukunft stärker noch beachten müssen. Es waren sozusagen auch Hinweise enthalten, worauf wir in dem weiteren Management der Pandemie zu achten haben. Und die Juristen bei uns in der Senatskanzlei haben uns deshalb oft gesagt, ja, dieser Schritt ist nötig, aber wir müssen ihn aus folgenden Gründen so gestalten, damit er rechtskonform bleibt, verhältnismäßig, dem Gleichheitsgrundsatz folgend und auch vor Gericht gut begründbar. Insofern die Frage der klugen, aber skeptischen Journalisten, ist der Rechtsstaat in der Lage, Pandemiebekämpfung hinzubekommen? Diese Frage beantworte ich aus heutiger Sicht mit Ja. So, jetzt war das noch ein Nachsatz, um das nochmal zusammenzufassen. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen, vor allem auf die Kritikpunkte, die Sie sehen. Und möglicherweise gibt es auch hier Menschen, die sagen, die Strategie war nicht richtig. Man hätte es doch so machen müssen wie, und dann gibt es andere Länder auf der Welt. Vielen Dank. Ist das? Ah ja, wunderbar. Genau, also bevor ihr alle dran seid, werden wir mit einigen Fragen einsteigen. Und Sie haben ja jetzt auch schon sehr ausführlich darüber gesprochen, wie es ist, als Nicht-Jurist Dinge anzusehen. Aber Sie sind ja nicht nur Nicht-Jurist, Politiker, Bürgermeister, sondern Sie sind auch Arzt von Beruf. Und uns würde interessieren, inwiefern diese medizinische Perspektive, die Sie einfach haben, Ihre Sicht auf die Pandemie beeinflusst hat. Das hat mir sehr geholfen, dass ich, anders als viele meiner Kolleginnen und Kollegen, ja keine Erläuterung brauchte zu bestimmten Sachverhalten. Also wer jetzt so gar nicht weiß, was ein PCR-Test ist und was die Viren so unterscheidet von anderen Dingen, was eine Inzidenz bedeutet, das sind Dinge, die man in der Medizin schon im Studium im Grunde angeboten bekommt. Die sind jetzt nicht besonders kompliziert, die kann man auch als Laie gut nachvollziehen, aber es braucht halt seine Zeit, das zu verstehen. Und insofern hat es mir sicher geholfen. Ich glaube nicht, dass ich anders Entscheidungen getroffen habe am Ende als andere. Aber ich habe auch die Möglichkeit gehabt, das ein oder andere Paper mal im Original zu lesen. Wir hatten einen Medizinerkreis, haben ihn noch in Hamburg, der, ja, man kann sagen, nicht berät, aber der also eine Art Diskussionsforum ist, sodass ich Dinge mal zur Diskussion stellen kann oder auch Ratschläge, Empfehlungen entgegennehmen kann von Personen, wo ich das Gefühl habe, da kann man sehr gut auf Augenhöhe und sehr schnell Dinge erörtern. Also ich glaube, es hat mir geholfen. Am Ende ist aber ein Bürgermeister und kein Arzt, sondern ein Bürgermeister muss die Folgewirkungen ganz anders mitbedenken als ein Arzt, der oder eine Ärztin, die individuelle Gesundheitsentscheidungen mittreffen. Das ist schon sehr schwierig, weil es da auch um Abwägungsfragen geht. Das heißt, man kann nicht blind nur medizinischen oder epidemiologischen Argumenten folgen. Wir müssen die sozialen Folgen, die wirtschaftlichen Folgen, die rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen ja immer berücksichtigen. Und deswegen ist man als Bürgermeister da in dem gleichen Regime wie alle anderen. Und würden Sie auch sagen, dass es Nachteile mit sich bringen kann, vielleicht etwas mehr Vorwissen zu haben als die eigenen Kollegen, als ein Großteil der Öffentlichkeit, dass man vielleicht mehr voraussetzt als gegeben ist? Ja, es gibt eine Falle oder wenn Sie als Mediziner haben Sie ja auch eine Einschätzung. So, und ich habe oft, am liebsten so wie Herr Lauterbach, mal gesagt, so was ich jetzt glaube, was in 3 Monaten ist.
Das dürfen Sie aber als Politiker, da müssen Sie als Politiker ganz vorsichtig sein, weil gerade die Spitzenpolitiker werden immer wieder an ihren Sätzen gemessen, auch wenn sie vor einem Jahr gesagt haben, als es eine völlig neue Corona-Lage gab. Das heißt, sie müssen im Prinzip, sie können nicht einfach mal fachlich so diskutieren oder Meinungen sagen, wie sie das in einem Seminar an einem Universitätsklinikum können. Und da tappt man sehr schnell dann plötzlich in die Falle. Und dann wird das alles mitgestreamt und ein halbes Jahr später sagt einer, Sie haben doch gesagt, an den Schulen und an den Kitas gibt es keine Infektionen. Das habe ich erstens zwar nicht so gesagt, aber zweitens war es in den frühen Phasen tatsächlich so, dass in den Kitas recht wenig Infektionsgeschehen war. Es gab Studien in Australien, die haben also alle Fälle nachverfolgt und haben in dieser ganzen Studie nicht einen einzigen Infektionsfall an einer Kita nachweisen können. Das galt aber eben für die frühe Phase. Jetzt diese hochinfektiöseren Viren, die Omikron-Varianten, da kommt es durchaus zu Infektionsgeschehen an Kitas und Schulen. Und wenn Sie jetzt in der politischen Diskussion ständig unter Feuer sind, dann wird irgendwie ein Ausschnitt aus einer Pressekonferenz von vor einem Jahr genommen und gesagt, da kann man mal sehen, was der für einen Unfug erzählt. Also man muss sich zwingen, als Politiker diesen medialen und dieser kritischen Öffentlichkeit gegenüber eben sehr vorsichtig zu sein. Man muss da trotzdem klar sein, aber man muss immer den Vorsatz machen. Also zum Beispiel, es gibt derzeit die Einschätzung der Wissenschaft, dass es gibt eine Studie, die besagt, dass sobald ich das mir aneigne und sage, ich denke, dass das so und so ist, wird es hinterher zum Vorwurf. Das ist also, wenn man so will, eine sehr Disziplin, also brauchte eine sehr große Kommunikationsdisziplin, denn ein Stück weit, ich bin ja erst seit 10 Jahren hauptamtlich in der Politik. Davor war ich hauptamtlich als Arzt am UKE tätig. Und dann erwischt man sich immer wieder dabei, dass man dann doch wieder so in den früheren Modus eines Privatdozenten geht, der am liebsten eine Vorlesung hält und den Studenten erzählt, wie er die Welt sieht. Das ist für Studierende ganz interessant, zu wissen, wie der Professor die Welt sieht oder der Privatdozent. Aber die öffentliche Meinung ist dort etwas anderes. Also man darf in der Politik nicht so diskutieren und reden, wie wir das in der Wissenschaft gewohnt sind, wo man These gegen These setzt, wo man sich auch irren darf. Also Wissenschaft besteht ja in These und Überprüfung. Und ein Irrtum ist nichts Schlechtes. Man macht Experimente, um rauszufinden, ist es so oder anders. Und das ist in der öffentlichen medialen Welt anders. Dort ist der Irrtum etwas Negatives. Und eine These, die man widerlegt, richtet sich gegen den, der die Ausgangsthese gestellt hat. Und zwar im moralischen Sinne. Da hat ja jemand gelogen, heißt es dann. Der wissenschaftliche Diskurs ist, das haben auch einige Wissenschaftler gemerkt, die plötzlich in Talkshows so geredet haben wie in ihrem Institut. Denen wurden ganz schlimme Dinge manchmal unterstellt. Dass sie manipulieren, sie haben einfach nur den gegenwärtigen Stand des Wissens aus ihrer Sicht reflektiert. Und haben 3 Monate später festgestellt, dass es neue Daten gibt, neue Studien. Und das ist in der politisch-medialen Welt sehr brisant. Da muss man immer anders auch argumentieren und diskutieren. Ja, Sie haben ja gerade zu Beginn Ihrer Rede eine Maßnahme genannt, die ich jetzt ganz gerne nochmal besonders mit Ihnen in den Fokus nehmen möchte. Und zwar die nächtliche Ausgangssperre. diese galt ja in Hamburg von April bis Anfang Mai 2021 und erlaubte es Hamburgerinnen und Hamburgern nicht mehr ab 21 Uhr die eigene Haustür zu verlassen. Ich muss sagen, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis stießen die Corona-Maßnahmen insgesamt auf eine sehr große Akzeptanz, bis auf bezüglich der nächtlichen Ausgangssperre. Die Einwände waren, die Maßnahme bringe nicht genug und der Eingriff, der sei zu tiefgreifend. Deswegen die Frage an Sie, würden Sie sagen rückblickend, dass diese nächtliche Ausgangssperre eine richtige Entscheidung war? Und würden Sie, was wir nicht hoffen, aber nehmen wir mal an, wir würden in eine ähnliche Situation nochmal geraten, würden Sie diese Entscheidung nochmal treffen? Also an der Stelle, ich habe das vorhin erwähnt als Beispiel, weil das wirklich die schwierigste und härteste Entscheidung war. Die haben wir auch nicht mal so aus der Hand getroffen. Das war eine Ministerpräsidentenkonferenz, die, glaube ich, bis 2 Uhr nachts ging. Und wir waren in einer sehr brisanten Lage. Wir hatten in einer Zeit der beschleunigten Infektionsdynamik kurz zuvor Lockerungen beschlossen. Und zwar aus nicht rationalen politischen Gründen. Wir hatten
ich sage jetzt wir, ich habe versucht dagegen anzugehen, aber ich bin natürlich Teil der Ministerpräsidentenkonferenz und kann mich deswegen auch nicht vom Acker machen, sondern es gab einen Ministerpräsidentenkonferenzbeschluss für eine Öffnungsstrategie. Das war gefordert. Viele haben gedacht, wir sind ja durch die letzte Welle. Wir haben aber schon gesehen, es kommt eine neue Mutation auf und die hat sich von Tag zu Tag ausgeweitet und jeder, der einen Blick für diese Modellierung hat, wusste, das kommt jetzt hoch. Und ich hatte da bis nachts um zwei auch gegen an, nee, das war nicht bis nachts um zwei, aber ich hatte in dieser Minister immer dagegen argumentiert und gesagt, nee, lass uns da die Inzidenzstufe noch ein bisschen niedriger halten und diese Öffnung machen wir erst später, weil wir ja eine Erwartung ausgelöst haben. So, und dann lief es, wie es zu erwarten und zu befürchten war, die Infektionsdynamik ging nach oben und wir hatten eine, ich glaube, es war damals die britische Mutation. Sehr gefährlich, infektiöser als gedacht. Und es wurde auf Ostern immer brenzliger. So, und nun hatte die nächtliche Beratung ergeben, wir machen eine Osterbremse oder eine Osterpause. Unter der Vorstellung, also unter dem Druck auch der Wissenschaft, die gesagt hat, ihr müsst jetzt bremsen. Wenn ihr nicht nachhaltig bremst, kommt ihr nicht mehr gegen an. Und das ist auch die Erfahrung in einer solchen Pandemie. Diese logarithmischen Anstiege oder diese exponentiellen Anstiege von Infektionsdynamik bedeuten, dass Zeit enorm kritisch ist. Wenn man also bremsen muss, bremst man am besten früh. Das können Sie sich so vorstellen, wenn Sie mit einem Fahrzeug den Berg runterfahren und die Bremswirkung reicht nicht aus. Das Fahrzeug wird immer schneller. Dann kommen Sie gar nicht mehr zum Stehen. Das heißt, wenn Sie erst den Punkt erreicht haben, wo die Bremse nicht mehr ausreicht, dann sind Sie verloren. Und in der Pandemie ist es auch so, Sie müssen früh bremsen und Sie müssen früh deutlich bremsen, um überhaupt wieder rauszukommen aus dieser Dynamik. Und dann ist diese Maßnahme kürzer und sie reicht überhaupt noch aus, diese Bremse. So, also war uns klar bis nachts um zwei, wir brauchen jetzt eine harte Bremsung. Und dann kam diese Osterpause oder Osterruhe in die Diskussion, weil die Modellierer gesagt haben, 6 Tage wirklich feiertagsähnliche Zustände, keine Schule, kein Einzelhandel, das wird ausreichen. Und dann haben wir uns nachts um zwei dazu verständigt, das zu tun. Die Alternative dazu wäre gewesen die Ausgangssperre. Die wollte keiner und mir war es auch nicht recht. Also ich habe auch lieber die Osterbremse genommen. Als die dann aber nicht lief, das war irgendwie am Mittwoch, muss es gewesen sein, nach dieser Wochenenddiskussion, stellte sich plötzlich raus, das lässt sich rechtlich und technisch nicht umsetzen. Da hat Frau Merkel eingeladen, alle 16 Ministerpräsidenten, und hat gesagt, es tut mir leid, wir können das jetzt nicht umsetzen aus rechtlichen und praktischen Gründen. Wir haben jetzt nichts. So, und das war die Lage, wo mir klar war, jetzt haben wir nur die Alternative dieser Ausgangssperre. Das war also irgendwie ein Mittwoch und ich glaube am Donnerstag haben wir im Senat dann beraten, was wir tun und haben diese Ausgangssperre sofort beschlossen. Die trat dann, ich weiß nicht, noch zu Ostern oder kurz nach Ostern in Kraft und die hat dazu geführt, dass wir innerhalb von wenigen Wochen aus dieser sehr hohen Inzidenz deutlich wieder unter die Grenzen gekommen sind. Aber würden Sie sagen, also Sie haben ja auch gerade von der Bremse gesprochen und diese sollte ja letztlich jetzt auch diese nächtliche Ausgangssperre sein? Ja. Aber würden Sie sagen, dass es wirklich eine effektive Bremse gewesen ist? Ja, die war massiv wirksam. Aber wenn wir auf die Zahlen gucken, wir sehen ja beispielsweise, damals, als sie eingeführt werden sollte, gingen Experten davon aus, dass in etwa der R-Wert um 15% sinken sollte. Aber natürlich waren auch diese Zahlen ungewiss, da es zuvor keine Pandemie gegeben hat und es auch wenige Länder gab, wo sie zuvor eingeführt wurde. Und außerdem, ich weiß nicht, ob Sie die Studie kennen, aber das Wissenschaftsmagazin Science hat beispielsweise mal sämtliche Corona-Maßnahmen gegenübergestellt. Und diese kam zum Ergebnis, dass die nächtliche Ausgangssperre hinter Maßnahmen wie die Kontaktbeschränkung auf 10 Personen, die Schließung von Universitäten und Schulen oder die Schließung des Einzelhandels als unwirksamste Maßnahme angeordnet ist. Ja, das muss man mal vergleichen, in welchem Verhältnis die Dinge zueinander stehen. Aber wenn Sie sich doch mal diese Zahlen anschauen, wir haben das ja Tag für Tag dokumentiert, Sie können sich die Inzidenzzahlen in Hamburg und bundesweit ansehen. Und mit Einführung der Ausgangssperre sind die Inzidenzen mit einer Verzögerung von wenigen Tagen, die man immer annehmen muss in der Dynamik, rapide abgesunken. Aber in Deutschland insgesamt sind sie weiter angestiegen. Es hat nämlich noch 3 Wochen gedauert, bis bundesweit diese Bundesnotbremse in Kraft getreten ist. 3 Wochen gingen die Zahlen noch nach oben. Und unser Absinken war dann schon so weit, als die Bundesnotbremse beschlossen wurde, konnten wir unsere Ausgangssperre fast schon wieder aufheben. Und dann haben viele Leute gesagt, ja, das hatte saisonale Gründe.
Das Wetter in Hamburg war aber nicht besser oder anders als bundesweit. Im Gegenteil, wir haben eher schwierige saisonale Bedingungen als andere. Das heißt, aus dem praktischen Verlauf des regionalen Infektionsgeschehens konnte man sehr schnell erkennen, wie wirksam diese Bremse war. Und es gibt noch einen zweiten Effekt. Diese Bremse, die wir hatten, wirkte ab 21 Uhr und alle anderen Maßnahmen wurden durch diese Ausgangssperre noch einmal verstärkt. Es war ja vorher auch schon nicht gestattet, sich mit so und so vielen Personen privat zu treffen. Aber ich würde mal sagen, das Kontrollniveau und die Einhaltung dieser Maßnahme war, wenn wir optimistisch sind, mittelmäßig. Mit der Ausgangssperre sind all diese Maßnahmen aber in ihrer Wirksamkeit enorm größer geworden, weil alles wurde leicht kontrollierbar. Keiner hat Lust, irgendwie sich heimlich da um 21 Uhr mit jemandem zum Raclette zu treffen und dann um 23 Uhr auf dem Weg nach Hause zu gucken, ist hier gerade ein Polizist in der Nähe. Also es sind gespenstische Situationen, ich will das nie wieder erleben, aber die Wirksamkeit dieser Maßnahme, da können Sie jeden Polizeibeamten in Hamburg fragen, die war massiv. Aber Herr Tschentscher, zum einen, wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, da wir doch ein recht sportliches Programm noch mit Ihnen vorhaben. Ja, ich will also nur sagen, es gibt reihenweise Gründe, weswegen ich überzeugt bin, dass die Ausgangssperre, die eine ganz harte, schwierige Maßnahme war, von der ich auch nicht sicher wusste, ob sie überhaupt akzeptiert wird. Hätte ja sein können, dass die Leute sagen, jetzt ist Schluss. Ich gehe einfach auf die Straße. Was hätten wir denn tun sollen? Hätten wir jetzt die Bundeswehr rufen sollen? Und ja, es hat in Frankreich, in Spanien, war das Militär auf der Straße. Aber es sind ja zum Glück Zustände, die wir in Hamburg nicht erleben mussten. Ganz genau, da war ich auch froh, dass das... Genau, Sie haben jetzt viel davon gesprochen, vom Gesundheitsschutz bezüglich des Virus bei der Ausgangsbeschränkung. Doch stellt sich mir da die Frage, ob Sie nicht vielleicht andere Belange vielleicht nicht doll genug gewichtet hatten. Denn ich muss persönlich sagen, dass die Ausgangsbeschränkung die schwierigste Phase war in dieser ganzen Pandemie. Denn wenn man ab 21 Uhr nicht das Haus verlassen konnte und man war vielleicht bis 19 Uhr mit Uni beschäftigt, was viele ja hier auch kennen, dann ist es natürlich schwierig, sich danach noch mit Leuten zu treffen. Und soziale Kontakte sind ja auch sehr, sehr wichtig für das psychische Wohlbefinden. Deswegen kann es vielleicht sein, dass da das psychische Wohlbefinden, was ja auch in schwerwiegenden Krankheiten im schlimmsten Fall münden kann, dass das vielleicht nicht hinreichend berücksichtigt wurde. Nein, weil deswegen sage ich ja, dass diese Entscheidung mit zu den schwierigsten und weitreichendsten gehörte. Es nützt ja nichts. Alle anderen haben es dann auch erlebt. Und ich weiß, dass ich irgendwann Wochen später in Berlin war. Wir haben eine Landesvertretung dort und da war mir gar nicht mehr bewusst. Für mich war die Ausgangssperre schon Vergangenheit. Da wirkte sie, musste sie in Berlin immer noch, war sie immer noch in Kraft. Ich sage, dass wir sind um diese Ausgangssperre in dieser Phase der Pandemie, weil es noch nicht genug Impfschutz gab und weil die Viren, diese neuen Mutationen eine zu hohe Infektiosität hatten. Wir sind in Deutschland um diese Ausgangssperre nicht herumgekommen. In Frankreich war sie ewig in Kraft. Wenn Sie sich in Frankreich mal umhören, ab 18 Uhr gab es da Ausgangssperre. Es gab an der Côte d'Azur, die haben das ganze Wochenende Ausgangssperre gehabt. Jeder musste einen Passierschein vorzeigen. Also in der Pandemie war diese Ausgangsbeschränkung ist eine extrem wirksame Maßnahme. Ich habe das damals auch mit Herrn Lauterbach länger ausgetauscht. Der war eigentlich in dieser besagten MPK nachts um zwei viel früher für die Ausgangssperre. Der hat immer gesagt, mach die Ausgangssperre, nicht diese blöde Osterpause. Er hat da am Ende recht behalten. Und trotzdem, ich teile die Einschätzung, dass es eine extrem belastende und weitreichende Maßnahme war. Aber sie war unglaublich wirksam. Ja, genau, Herr Tschentscher, für die Studierendenschaft waren die letzten Monate natürlich auch von wirklich weiten Strecken des Online-Unterrichts geprägt, der Online-Lehre. Und das war für die meisten keine einfache Zeit, Sie merken, kleiner Themenbruch. Für viele Studierende war dann diese Phase auch noch eine Zeit von finanziellen Belastungen, bedeutete, dass einige Studierende irgendwie sogar Studienkredite aufnehmen mussten. Die Bundesregierung hat dort ja auch Modelle angeboten. Und trotz all diese Einschränkungen in der Lehre, in der Lebensqualität waren Studentinnen und Studenten letztendlich im Lauf der Pandemie ja kaum sichtbar in den Medien, in der Tagespolitik. Mal die ganz simple Frage, warum war das so? Weil wir uns sehr stark um die jüngsten Kinder Gedanken gemacht haben. Die Kita-Kinder, die Grundschulkinder. Wir haben immer so das Gefühl gehabt, die müssen wir am besten schützen. Sie können sich am wenigsten alleine wehren. Und deswegen wurde sehr viel gesprochen über die Jüngsten.
Wir haben uns auch viel Gedanken gemacht über die ältere Generation. Und zwar deshalb, weil sie medizinisch so gefährdet war. Wir haben uns also über die Seniorenheime Gedanken gemacht. Wie können wir dort Schutzkonzepte einführen? Wir haben dann der jüngeren Generation, ihrer Generation gesagt, ihr müsst euch jetzt beschränken, damit die Alten geschützt sind. So. Und dann hat man ein Stück weit vergessen, auch bei den Lockerungsschritten, dass diese Generation, so sagen wir mal 20 bis 35, eigentlich durch beide Betrachtungen sozusagen ausgeblendet waren. Ich habe das deshalb erlebt oder wahrgenommen, weil ich ja Mitarbeiter in ihrem Alter habe. Einer macht so meine Social-Media-Aktivitäten. Und der hat mir das dann schon manchmal gesagt. Ne? Da habt ihr wieder tausend Dinge beschlossen. Aber was ist eigentlich für mich dabei? Ich will nur mal sagen, das hat mich schon bewegt, so dieser mahnende Hinweis, um nicht zu sagen, diese Kritik. Daraufhin haben wir zum Beispiel früher als andere gesagt, wir heben auf diese Beschränkungen. Es gab ja immer nur zwei Haushalte, fünf Personen, aber höchstens zwei Haushalte. Da sagt ja ein Single, also Studentin, Student oder was weiß ich, das nützt mir nichts. Also zwei Haushalte bedeutet für mich zwei Personen. Wir sind ja noch nicht alle verheiratet mit großen Familien. So. Und da wurde mir so klar, dass diese Logik, die wir aus der Infektionsbetrachtung her machen, zwei Haushalte, im Grunde für diejenigen, die Single sind oder die in dieser Studentenphase sind, für die bedeutet das, ich bleibe alleine und habe vielleicht einen zu Gast oder so. Das heißt, ich gebe Ihnen recht, ich will nur mildernde Umstände erbitten, weil wir mit den jüngsten und mit der ältesten Generation sehr große Sorgen hatten und alle so das Gefühl hatten, die Jungen, Starken, die können sich auch mit Social Media, die können sich gut mit sich selbst beschäftigen. Also man hatte so das Gefühl, die kommen noch gut durch. Ja, ich sage das gar nicht als richtige Haltung, aber als eine, die sich so, glaube ich, ergeben hat, weil wir uns eben sehr viele Sorgen machen, immer über die, das finde ich auch richtig, über die Jüngsten, die ja nun völlig schutzlos ausgeliefert sind den Entscheidungen der Erwachsenen. Das ist nicht mehr ihr Jahrgang. Oder eben den Senioren, die ihr Leben hart gearbeitet haben. Das muss man auch mal wissen. Die 80-jährige Seniorenheimbewohnerin, die hat schlimmste Bombennächte erlebt. Da war nicht von Selbstverwirklichung die Rede. Die konnte nicht studieren und gar nichts. Die hat aber trotzdem hart gearbeitet. Und dann war sie 80 und lag im Seniorenheim und wurde nicht mal geschützt von der Erkrankung, an der sie ersticken kann. Das ist auch eine Sichtweise. Und deswegen, es ist schon eine spezifische Generationenfrage gewesen. Und deswegen nehme ich jetzt die Kritik an. Also ein Stück weit muss ich sagen, Sie haben recht. Mir ist es irgendwann bewusst geworden durch die Ansprache, die ich dann aus dieser Generation bekommen habe. Und wir haben dann auch versucht, an bestimmten Stellen zu sagen, jetzt machen wir es aber extra anders. Es ging ja so weit, als dann die Schwimmbäder geöffnet wurden. Dann wurde wieder gesagt, ja, jetzt müssen aber erstmal die Schwimmhallen geöffnet werden, nur für die Kinder, die schwimmen lernen sollen. Und da war wieder sozusagen die Generation, die raus ist aus der Schule und eigentlich aber noch nicht im Seniorenheim ist, war wieder vergessen. Und da haben wir dann, das haben Sie gar nicht so mitbekommen, oft gesagt, nee, das machen wir jetzt für alle. Und also so haben wir es dann versucht zu berücksichtigen. Ja, ja, Sie müssen uns den Einwand erlauben in einer Institution, wo wir alle jung sind. Das ist völlig in Ordnung, ich bin das gewohnt. Mitunter hart arbeiten. Ja, eine Frage, die tatsächlich auch von Studentinnen und Studenten herangetragen wurde, mit dem Wissen, dass wir sie heute treffen, ist, weshalb in dieser besonders belastenden Phase des Studiums Arbeitsgemeinschaften ersatzlos gestrichen wurden und keine Alternativangebote gemacht wurden. Wir hier an der Law School waren davon natürlich nicht betroffen, aber an der staatlichen Uni hatten wirklich insbesondere Jurastudenten wirklich mit einer massiven Streichung des Curriculums zu kämpfen. Und da würde uns einfach interessieren, wie bewerten Sie das und müsste es nicht eigentlich mehr Lehrangebote geben in einer Zeit, in der die Pandemie eben besondere Lasten betrifft? Ja, das ist so, aber ich will auch hier wieder, wie Juristen sagen würden, mildernde Umstände geltend machen. Das ist alles nicht so leicht, rucki-zucki zu organisieren. Also das Lehrpersonal wird nicht mehr. Wir haben ja versucht, so gut es geht, auf digitale Formate umzustellen. Und ich glaube auch, dass die Universität, nicht die Law School hier, aber die Universität und unsere anderen Hochschulen ziemlich viel in die Gänge gemacht haben. Ich habe ja auch einen Sohn, der studiert, da ist rucki-zucki auf Online-Formate umgestiegen worden. Ich war oft am UKE wieder, weil ich ja, das meine frühere Welt war, da ist auch viel gemacht worden. Im Medizinstudium ist es noch schwieriger, Distanzlehre zu machen. Sie brauchen da einen praktischen Zugang zu bestimmten Feldern auch. Und insofern ist, glaube ich, von den Universitäten vieles
gelungen und gemacht worden, aber es waren sicher für Studierende zwei schlimme Jahre. Also ich will das gar nicht verharmlosen. Das ist, ich würde mir als Student auch nicht gewünscht haben, zwei solche Jahre gehabt zu haben. Ich bin froh, dass wir, ist ja auch das normale Studentenleben, das gehört ja auch nicht nur das, die Vorlesung dazu. Das sind schon Einschnitte gewesen, aber ich sage Ihnen, auch andere Generationen haben Einschnitte erlebt, die Älteren sowieso, auch die Schülergeneration ist sehr beeinträchtigt gewesen durch Distanzunterricht. Und wenn man sich so vorstellt, so eine Grundschulklasse sieht sich nicht mehr, das ist schon auch für die jüngeren Kinder ein Stück weit noch schwieriger, dann in Kontakt zu bleiben und mit Gleichaltrigen überhaupt gemeinsam aufzuwachsen. Also auch hier, ich verstehe diese Punkte, wir haben versucht zu tun, was wir tun konnten. Wir haben auch große finanzielle Aufwendungen gehabt, um Maßnahmen zu verbessern, Digitalausstattung zu verbessern. Aber es lässt sich in so einer Krise nicht alles wegorganisieren. Es bleiben Belastungen. Genau, bevor wir zur nächsten Frage kommen, möchte ich Sie nochmal darum bitten, vielleicht etwas kürzer sich zu fassen. Ja, ich hatte schon beim Reinkommen vorgewarnt, dass ich lange Antworten gebe auf Fragen, aber vielleicht können wir mal ins Auditorium gucken. Das hatten wir gleich noch geplant, deswegen wollten wir jetzt relativ zeitig noch. Gott, ich fasse mich kürzer. Genau, unser nächstes Thema ist nämlich die Impfpflicht. Diese sollte ja eigentlich dafür gedacht sein, die Impfung voranzutreiben, denn aktuell sind es einfach zu wenig. 75% haben die Zweitimpfung, 56% haben die Drittimpfung und um denen entgegenzuwirken, sollte sie eigentlich Mitte März beschlossen werden. Doch immer mehr Politikerinnen und Politiker fordern diese Entscheidung auf einen späteren Zeitpunkt zu vertagen, damit man sich ein besseres Bild über diese Entscheidung machen kann. Halten Sie es für richtig, diese Entscheidung zu vertagen oder das, würden Sie die am liebsten jetzt Mitte März treffen? Nein, wir müssen es jetzt entscheiden, weil wenn wir es vertagen, dann brauchen wir die Impfpflicht. Also im Herbst brauchen wir sie nicht mehr, wir brauchen sie jetzt, damit sie im Herbst wirkt. Denn wir müssen damit rechnen, dass nochmal neue Mutationen um die Ecke kommen. Es wird jetzt im Sommer wahrscheinlich besser werden durch die besseren saisonalen Bedingungen. Aber wir haben in Hamburg eine ausreichende Impfquote. Bei uns sind über 18-Jährige zu über 90% geimpft. 92% haben mindestens eine Impfung in Hamburg. Aber das ist leider in ganz Deutschland nicht der Fall. Es gibt dramatisch niedrige Impfquoten in Sachsen, in Thüringen, zum Teil auch in Bayern. Und damit können wir einer neuen Mutation, die entstehen kann, genauso infektiös wie Omikron, vielleicht noch krankmachender, können wir nicht sicher sein, dass wir der begegnen in der Impfquote. Das ist das Motiv dafür, jetzt zu sagen, und zwar überwiegender Teil der Mediziner, die ich kenne, wir brauchen eine höhere Impfquote. Also das heißt, nehmen wir jetzt mal an, Sie wären an dem Tag der Entscheidung nicht Hamburger Bürgermeister, sondern Bundestagsabgeordneter. Dann würden Sie sich ja sehr wahrscheinlich für eine Impfpflicht aussprechen. Ja. Und wäre das auch für den Vorschlag ab 18 oder wären Sie ja für ein anderes Alter? Ab 18. Okay, danke. Ja, also Ausdruck dieser Kontroverse um die Impfpflicht, die ja definitiv besteht, sind ja auch unter anderem die Anti-Corona-Demonstrationen und die Proteste, die wir ja auch in Hamburg schon vielerorts erlebt haben. Und immer öfter begegnet man ja Menschen, die dem Anschein nach das Vertrauen in den Staat, in die politischen Entscheidungsträger verloren haben. Und in der medialen Darstellung wird dann oft von einer Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Wie würden Sie das einstufen? Stimmen Sie diesem Statement zu? Wenn Sie sich mal Umfragen ansehen, wo alle gefragt werden, nicht die, die sich so oder so positioniert haben, dann gibt es eine sehr große Zustimmung zu dem jeweiligen Regelungswerk. Dann gibt es einen Teil, der auch groß ist, die finden, man muss noch härter entscheiden, man muss noch konsequenter vorgehen. Auch jetzt diese Öffnungsschritte finden nicht überall Anklang. Es gibt immer noch Leute, die sagen, das ist zu früh. Diejenigen, die dagegen sind, gegen diese Maßnahmen, sind ein Teil. Und in diesem Teil gibt es einen harten Kern, der, wenn man so will, Corona-Leugner-mäßig drauf ist. Die sagen, das hat die Politik sich ausgedacht, die Wissenschaft hat das erfunden. So, an den kommt man schwer ran. Dann gibt es Trittbrettfahrer. Das sind Menschen, die waren schon vorher gegen den Staat und die Politik und gegen das Establishment und sie sind zum Teil mit ganz skurrilen Thesen unterwegs. Die nutzen diese Corona-Situation, um ihre Agenda sozusagen mit diesem Argument weiterzusetzen. Dann gibt es da auch ein paar rechtsradikale Tendenzen. Freiheitsgegner, die finden, jetzt kann man mal so richtig diesem Staat einen einschenken. So. Und das ist alles unabhängig von Corona-Politik. Ein Problem sind diejenigen, die wirklich aus voller Überzeugung zum Beispiel finden, sie wollen sich nicht impfen lassen. Die haben ja ein Gefühl, dass sie sagen, es gibt ja auch vorher Leute, die sich haben gegen andere Dinge nicht impfen lassen.
Und das ist ein Problem, weil wir ja jetzt nicht nur eine individuelle Entscheidung für uns selber treffen, sondern wir impfen uns auch für die anderen. Das ist der besondere Schritt. Das ist anders, als wenn ich jetzt mich gegen Grippe impfen lasse. Das machen ja die Älteren, das wird auch empfohlen, damit man, weil Grippe ist auch eine ziemlich schwere, zum Teil tödliche Erkrankung. Aber dadurch, dass ich mich nicht impfen lasse, habe ich höchstens selber ein Problem. Ich führe nicht dazu, dass das ganze Gesundheitssystem plötzlich lahm liegt. Und das ist der Grund für diese Impfpflicht im Falle von Corona, dass man eben trotz der individuellen Einstellung dagegen es zum Wohle der Allgemeinheit trotzdem tun soll. Ja, wir könnten ja vielleicht auch hoffen, dass sich das Problem dieser Spaltung der Gesellschaft von selbst erledigt, denn die Omikron-Variante bringt ja Entspannung rein, zumindest verhältnismäßig, denn wir sehen, dass das Sterberisiko um 91% geringer ist als bei der Delta-Variante und auch mit dem Blick auf die Intensivstation können wir sehen, dass im Februar 2022 in etwa 2200 bis 2400 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation lagen. Im Vergleich, am 10. Dezember waren es fast 5000 Covid-19-Patienten, obwohl die Inzidenz beim damaligen Zeitpunkt knapp ein Zehntel betrug. Und natürlich konnte sich auch die Bundesregierung dem nicht verschließen, weshalb ja jetzt weitreichende Lockerungen beschlossen worden sind. Am 20. März. Das gilt aber nur wegen der Omikron-Variante. Wir wissen nicht, ob im Herbst eine neue Variante vor der Tür steht. Und das gilt auch nur deshalb, weil wir die hohe Impfquote haben. Ohne Impfung würden wir auch mit Omikron alle ganz schön flach liegen. Ja, am 20. März sollen die ja alle weitestgehend aufgehoben sein. Und viele Medienvertreterinnen und Medienvertreter sprechen mittlerweile vom sogenannten Freedom Day. Da die Frage an Sie, wissen Sie schon, wie Sie den Freedom Day feiern und was halten Sie von diesem Begriff? Ich finde den Begriff etwas unpassend, weil der so ist wie Haftentlassung. Ich komme aus dem Krankenhaus, aus dem Gefängnis und dann ist auf einmal wird entlassen und alles ist jetzt fein. So ist es ja nicht, sondern wir gehen in mehreren Schritten jetzt in diese Öffnung. Und es sind drei Schritte. Drei ziemlich große Schritte, die wir auch unter einem juristischen Regime jetzt terminieren, weil wir am 19. März läuft diese Infektionsschutzgesetzlage aus, die befristet ist. Und aus diesem Termin ergibt sich, dass wir in drei Schritten vorgehen. Man könnte auch sagen, bis zum 19. März machen wir gar nichts. Lassen wir alles so beschränkt, wie es ist und dann machen wir Freedom Day. Dann wäre es ein Stück weit Freedom Day. Ich halte das nicht für vertretbar, weil es, glaube ich, gut ist. Erstmal ist es verhältnismäßig, die Dinge, die man beschließen kann, zu beschließen. Und zweitens bekommen wir auch ein Gefühl dafür, ob es wirklich so ist, dass die Inzidenz weiter zurückgeht. In Hamburg ist das der Fall. Wir sind jetzt von Tag zu Tag in der Inzidenz rückläufig. Ich hoffe auch, dass es gut geht, aber sicher weiß man es erst im Nachhinein. Und welche Maßnahmen sollen noch bestehen bleiben über den 20. März hinaus? Sonst nichts weiter. Mindestens das. Dazu kommen dann Schutz von vulnerablen Einrichtungen. Also es muss weiter möglich sein, Seniorenheime gesondert zu behandeln. Wir wünschen uns als Ministerpräsidentenkonferenz, dass die Nachweispflicht bestehen bleibt, dass man also weiterhin gefragt werden darf, bist du geimpft oder nicht. Wir wünschen uns, dass es weiterhin Testpflichten geben darf. Also zum Beispiel auch, wenn man sie wieder für erforderlich hielte in der Schule. Aber das ist jetzt alles to be discussed im parlamentarischen Verfahren. Es gibt starke Kräfte, die sagen, wir wollen gar nichts mehr. Es gibt sehr überlegte Menschen, die sagen, es ist ein sehr riskanter Kurs. Ich würde sagen, er ist vertretbar, aber sicher bin ich nicht, ob wir uns nicht vielleicht doch 2-3 Wochen mehr hätten Zeit lassen müssen. Diese Zeit können wir uns aber nicht nehmen, weil ein Gesetz eben ausläuft und danach ist die Grundlage für unsere Verordnung weg. Und deswegen müssen wir jetzt in drei Schritten auf den 19. März hin diese Öffnung machen. Ja, die Ungewissheit der Pandemie, die ja vielleicht sich auch bald etwas entspannt, hat natürlich noch eine zusätzliche Dimension, die wir noch nicht wirklich besprochen haben. Und vor allem die politischen Entscheidungen auf internationaler Ebene sind ja besonders wichtig, um diese Pandemie schnellstmöglich in den Griff zu bekommen. Allerdings hat jetzt letztens erst der Generalsekretär der UN in der FAZ getitelt, die globale Ordnung versagt. Würden Sie dem zustimmen? Es geht ja an dieser Stelle darum, haben wir eine Impfstoffversorgung, die weltweit gerecht erfolgt und haben alle Länder die Möglichkeit ausreichend, sich durch Impfungen zu schützen? Ich glaube, das ist der Hintergrund dieser Einschätzung und ich glaube, dass es ein ernstes Thema ist. Wir müssen zusehen, dass alle Länder in der Lage sind, Impfstoff zu erhalten, vielleicht auch Impfstoff selber zu produzieren.
Und deswegen hoffe ich, dass es dazu kommt, dass wir die wirksamen Impfstoffe, die man produzieren kann, eben auch in allen Erdteilen dann zur Verfügung hat. Momentan ist es so, dass wir in Europa diesen Impfstoff haben, aber es gibt afrikanische Länder, die haben einfach nicht 10% davon. Und deswegen glaube ich, ist das auch ein globales Gerechtigkeits- und Solidaritätsthema, dass wir allen die Möglichkeit geben, sich so wirksam zu schützen wie wir. Darüber hinaus ist es auch insgesamt gut, wenn wir Pandemiebekämpfung weltweit machen. Denn wenn es nur teilweise Impfschutz gibt, können sich die Viren in anderen Bereichen der Welt eben immer weiter und munter ausbreiten, neue Mutationen generieren. Das heißt, global gesehen hilft es uns allen, wenn wir darauf achten, dass es überall Impfmöglichkeiten gibt. Das würde dann auch eine Freigabe des Patentschutzes bedeuten? Na, dazu müssen Sie vor allem mal wirtschaftlich in der Lage sein, diese Impfstoffe zu erwerben. Ob man das gleich mit Aufgabe von Patentschutz machen muss, weiß ich nicht. Ich meine aber, dass die Hersteller dieser Impfstoffe bereit sind, sozusagen die nötigen Informationen zu geben, die man für diesen Produktionsprozess braucht. Ich bin jetzt da nicht ganz sicher, ob da auch wirtschaftliche Überlegungen am Ende eine Rolle spielen. Aber ich habe jetzt bisher nicht gehört, dass sich BioNTech, Moderna, dass sich andere Hersteller das zu einem gesonderten Geschäft machen wollen und sagen wollen, wir lassen da mit den Preisen nicht mit uns reden, wir wollen da jetzt die Profite generieren. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, alle wissen, dass das jetzt nötig ist. Und die Technologie an sich wird weiterentwickelt. Man kann die interessanterweise ja für vieles andere auch nutzen. Insofern haben die Unternehmen, die jetzt diese Technologien entwickelt haben, ohnehin einen guten, wenn man so will, eine gute Marktperspektive. Und deswegen hoffe ich, dass in diesem Fall der Impfstoffversorgung das so ein weltweites Solidaritätsprinzip wirkt. Ja, und die letzte Frage, bevor wir in die offene Diskussion gehen. Sind Sie der Meinung, dass es ein Leben nach bzw. ohne Corona geben wird? Und wann denken Sie, wird es voraussichtlich der Fall sein? Also es wird auf jeden Fall so ein Leben geben. Ich hoffe auch, dass wir jetzt in diesem Sommer es wieder entdecken. Wenn die Impfpflicht kommt, ist das der letzte Kraftakt sozusagen, um aus dieser Pandemie für Deutschland jedenfalls endgültig rauszukommen. Und dann muss man sich auch ein bisschen wieder emotional und auch vom Denken her trennen von dieser Fixierung auf, wo muss ich Distanz halten und so. Wir sind ja viel unbefangener gewesen früher. Also wenn ich als Bürgermeister Neujahrsempfang hatte, war das ein Handshake-Prozess über 3 Stunden. Kein Mensch, da wurde einem um den Arm gefallen. Ich meine, wir in Hamburg sind ja noch distanziert hanseatisch, aber man musste doch bloß in Rheinland-Pfalz, wenn Malu Dreyer in der Nähe war, da wurde man erstmal 3-mal um den Arm genommen und rechts und links. Das ist ja eine Kultur der Distanz geworden, wo ich gar nicht weiß, ob das in den Kreisen Deutschlands, die sich von früher immer sehr nahe gekommen sind, ob das da langfristig so bleibt. Wir sind ja, für uns ist 1,50 Meter Abstand ja schon fast eine intime Nähe in Hamburg. Also für uns ist es vielleicht gar nicht so kräftig. Aber ich glaube schon, dass wir wieder uns lösen müssen von dieser Infektionsfixierung. Es ist nicht so schlecht. Ich habe ja als Mediziner oft gedacht, Mensch, ein bisschen mehr Hygiene an dieser Stelle wäre auch nicht schlecht. Aber man ist ja doch über diese 2 Jahre so in dieses ständige, wird hier desinfiziert und da nochmal desinfiziert, was, glaube ich, gar nicht so wirksam ist im Falle von Corona, aber das ist nur unter uns gesagt. Die Aerosole sind das Infektionsrisiko. Aber man hat sich doch schon ganz schön dort in diese Welt bewegt. Und ich denke, es wird nicht ganz wieder weggehen. Vielleicht ist es auch nicht schlecht, dass man sich bewusst macht, dass wir nicht alleine sind auf der Welt, sondern dass Infektionserreger uns umgeben und dass das gerade im Herbst mit Grippe und Ähnlichem dann immer ein Thema ist. Aber ich hoffe, dass es sich ein Stück weit wieder normalisiert und wir unbefangener aufeinander zugehen. Ja, bis hierhin erst einmal vielen Dank. Karim hat das schon angekündigt. Wir geben jetzt die Mikrofone in die Runde hinein. Ihr könnt am Platz sitzen bleiben, die Hand heben und die Stimme wird euch gebracht. Hallo, es freut mich sehr, dass Sie gekommen sind heute Abend. Aber eine Sache liegt mir so ein bisschen auf dem Herzen und brennt mir schon den ganzen Vortrag über auf der Zunge. Und zwar, Sie haben ja jetzt sehr offen zugegeben, dass man Ihnen plötzlich sagen musste,
Ihr Social-Media-Mitarbeiter hat Ihnen gesagt, was ist denn jetzt für uns dabei? Sie haben sehr offen zugegeben, dass Sie die Studierenden einfach vergessen haben. Und als Studierender findet man das dann sehr unglaublich, wie man als Bürgermeister eine ganze, ja doch wesentliche Bevölkerungsgruppe auch vergessen kann in einer Stadt wie Hamburg, wo ja auch sehr viele Studierende leben. Und was auch nicht zur Sprache gekommen ist, wie sieht es denn aus zum Beispiel mit psychischer Gesundheit? Es gab ja durchaus Kosten, zum Beispiel auch durch Sachen wie die Ausgangssperre, die ganz massiv waren. Die Suchanfragen zu häuslicher Gewalt haben sich verdreifacht. Die Suizide bei Kindern und Jugendlichen und Studierenden die Suizidversuche haben sich etwa verdoppelt. Und aus meinem ganz persönlichen Umfeld heraus, zum Beispiel, wir haben einen guten Bekannten, der ist Künstler, der ist an dem Corona zu Bruch gegangen, ist jetzt alkoholkrank, ein guter Freund von mir ist in Depression verfallen. Und ich wollte jetzt noch einen Fall. Mein Onkel zum Beispiel ist nicht zum Arzt gegangen, weil er Angst hatte vor Corona ist dann an der Blutvergiftung gestorben. Jedenfalls wollte ich Sie fragen, wie kann es sein, dass Sie die vergessen haben? Sie sind Sozialdemokrat, aber man hat nicht das Gefühl, Sie kümmern sich um Ihre eigentliche Wählerschicht. Ja, das sind ja Fragen, die klingen sehr vorwurfsvoll. Ich wollte mal beginnen mit dem Punkt, dass ich jetzt nicht zum Ausdruck bringen wollte, dass wir gar nicht an Studierende gedacht haben. Wir haben sehr viel an die Universität und an Studium und Lehre gedacht. Wir haben richtig Programme zur Unterstützung der Universitäten und auch der Studierenden beschlossen. Sie wissen, dass es Sonderthemen gab für diejenigen, die nebenbei gejobbt haben, das Studium selbst finanziert haben und dann auf einmal diese Jobs nicht mehr machen konnten. Also wir haben von morgens bis abends an ihre Generation gedacht. Aber wir haben nicht in jedem einzelnen Punkt ihre Lebenssituation mitbedacht. Und ich habe gerade zwei, drei Beispiele erwähnt, wo es sozusagen trotz unseres Bemühens, an alle Teile der Gesellschaft zu denken, eben nicht in jedem Fall gelungen ist. Und ich sage Ihnen, deswegen hatte ich ganz zu Anfang gesagt, es ist wichtig, dass man als Politiker oder als Politikerin mit allen Generationen im Kontakt steht und über die Dinge spricht. Deswegen bin ich auch gerne heute hier. Ich bin genauso in Schulen, in Grundschulen, in Kitas gewesen. Ich war in Seniorenheimen und habe dort einfach mich aufgehalten und geguckt, was die Lage ist. Und ich sage Ihnen, was im Seniorenheim für Monate nicht möglich war, dass Menschen dort in ihrem Zimmer isoliert waren. Die konnten nicht einmal mehr gemeinsam im Aufenthaltsraum sitzen. Das sind schon ganz harte Einschnitte gewesen. Das ist mir voll bewusst. Und deswegen hat sich auch niemand in der Politik es leicht gemacht, diese Beschränkungen zu machen. Das gilt im Übrigen auch für die Situation von Künstlern, der Clubs in Hamburg. Wenn Sie sich umhören, ist Hamburg aber eher dafür bekannt, dass wir mit unserem Kultursenator enorme Anstrengungen unternommen haben, um überall zu helfen, wo es geht. Die sekundären Folgen der Beschränkungen, die Sie ja ansprechen, diese psychologischen Folgewirkungen, dieser Effekt, dass Leute dann nicht zum Arzt gehen, obwohl sie vielleicht dringend ernste Diagnosen haben, das ist alles bekannt. Und das haben wir uns auch immer vor Augen geführt und versucht, durch Appelle und durch Informationen dagegen anzugehen. Wir haben zum Beispiel mit der Ärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung gesagt, geht trotzdem zum Arzt. Andere, ihr könnt sicher, die Krankenhäuser sind geschützt, ihr könnt zu Ärztinnen und Ärzten gehen. Weil wir gerade in der Allgemeinmedizin die Befürchtung hatten, dass notwendige Erkrankungen nicht behandelt werden. Aber die Frage ist doch, was wäre denn die Alternative gewesen zu diesem Regime? Sie stellen mir jetzt Fragen, warum diese Probleme bestanden haben. Und ich kann Ihnen nur sagen, sprechen Sie mit jemandem, der in einem norditalienischen Krankenhaus Triage gemacht hat. Das ist hammerhart. Und das kann ich Ihnen als Mediziner nur sagen, no way. Das würde ich als Bürgermeister nicht verantworten können. Der Amtseid sagt, wir haben das Gemeinwohl zu schützen. Und alles andere an Konsequenz ist schlimm. Aber das wäre noch härter gewesen. Derjenige, der jetzt nicht zum Arzt gegangen wäre, weil er Angst hat, dass er vielleicht sich infiziert,
ist nichts gegen diejenigen, die ja in Bayern verlegt werden mussten. Wir hatten in der Phase der Intensivüberlastung in Bayern die Situation, in Sachsen, in Thüringen, dass Menschen, die schwer krank waren, mit Hubschraubern aus den Landkreisen in andere Landkreise transportiert werden mussten, damit sie überhaupt noch eine angemessene medizinische Behandlung bekommen haben. Wir haben haarscharf die Kurve gekriegt in diesen Ländern, wegen der niedrigen Impfquote und aus meiner Sichtweise auch in einer gewissen Phase der Pandemie aus der Haltung heraus, wird schon gut gehen. Insofern, ich verstehe die Hintergründe Ihrer Frage und gebe Ihnen auch recht, dass wir nicht alles beheben konnten an Pandemiefolgen. Aber in der Range der Möglichkeiten haben wir den Weg gewählt, der zu diesen dramatischen Folgen nicht geführt hat, die wir in vielen anderen Ländern gesehen haben. Ja, lieber Herr Dr. Tschentscher, erst einmal grundsätzlich vielen Dank dafür, dass Sie Verantwortung nehmen. Auch in so einer Krise ist sicherlich nicht selbstverständlich. Meines Erachtens oder so wie ich das sehe, waren mir viele Maßnahmen nicht zielgerichtet oder ich sag mal, ist natürlich ein leichter Vorwurf aus der Perspektive, dass man nicht Verantwortung übernimmt, aber nicht innovativ genug. Was meine ich mit nicht zielgerichtet genug? Erstens, dass man nicht versucht hat, die Risikogruppen, Großeltern, die stationär oder auch ambulant in der Pflege sind, zielgerichteter zu schützen. Tägliches Testen des Pflegepersonals, FFP2-Masken, natürlich noch viele andere Maßnahmen. Und auch eine gewisse, vielleicht digitale Vernetzung von Krankenhäusern, wenn es um die Intensivkapazitäten geht, dass man vielleicht schaut, wo ist vielleicht in Sachsen-Anhalt, in Sachsen irgendwo oder auch im Umland von Hamburg, wo sind da noch Betten frei, dass das effizienter gestaltet wird, diese Abstimmung, dass man auch diese Überlastung des Gesundheitssystems nicht so hat. Meine konkrete Frage, um auf den Punkt zu kommen, ist unabhängig auch einmal von der Impfpflicht, ob und wann diese kommt, ist ja ungewiss, wie diese durchsetzbar sein wird und wie auch vielleicht dieser Immune Escape funktioniert. Das wissen wir alles nicht. Deshalb konkret, was sind die Konzepte und die Strategie der Stadt Hamburg und auch der Ministerpräsidenten des Bundes, um langfristig im nächsten Herbst und Winter und in den nächsten Monaten und Jahren auch in den Normalzustand, sage ich mal, wieder zurückzukehren, Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern und auch Freiheitseinschränkungen wieder zurückzunehmen, unabhängig von der Impfpflicht. Vielen Dank. Ja, zu den Differenzierungen der Maßnahmen, das ist natürlich so, dass man sich vieles vorstellen kann, dass es spezifischer geklappt hätte. Ich will nur mal sagen, wenn ich das so gehört habe, da wird manchmal erzählt, in einem Landkreis irgendwo in Baden-Württemberg ist das und das gemacht worden. Da sind alle Senioren aufgesucht worden und dann wurde geklingelt und gesagt, hier ist der Test und nimm nicht so viel Besuch. So. Stellen Sie sich das mal in einer Metropole wie Hamburg vor. Wir haben nicht, wenn wir nur die über 80-Jährigen nehmen oder die über 70-Jährigen, das sind immer Hunderttausende an Leuten. Wir sind 1,9 Millionen Menschen. Das hat der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister mal gesagt in so einer Talkshow. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor in einem Land von 20 Millionen Menschen, dass ich mal eben so über Nacht sage, jetzt rufen wir mal alle zu Hause an. Man muss ein bisschen die Dimension des Pandemie-Managements vor Augen haben. Man braucht schon mittlerweile Brigadegeneräle, um allein die Impfstoffverteilung in Deutschland einigermaßen gerecht zu organisieren. Da hat man individuell manchmal das Gefühl, warum ist das hier jetzt so, das könnte man doch anders machen. Aber das in einem riesen System zu organisieren, das ist nicht so leicht. Das Zweite an den spezifischen Maßnahmen ist, das Leben ist ein Kontinuum. Es gibt ganz viele ähnliche Situationen. Und Verordnungen und Regeln müssen immer irgendwo unterscheiden. Und es gibt immer Brüche. Ich habe also 1000 Varianten der Kritik im Ohr, wo es heißt, dort darf man mit oder ohne Maske dies und jenes machen und in einer anderen Lage, die vielleicht weniger Infektion, ist es sogar noch schärfer reguliert. Es gibt immer Brüche und Widersprüche. Das liegt aber auch daran, dass man irgendwo Grenzen setzen muss. Ich kann es ja auch nicht ändern, dass wir zum Beispiel feststellen, dass es in der Gastronomie, das ist eine hochriskante Sache, in Innenräumen ohne Maske über Stunden nah beieinander zu sein, zu essen und zu trinken. Und dann kommt noch Alkoholeinfluss dazu. Das ist einfach eine Lage, die ist hochinfektionsriskant. Ich kann es ja nicht ändern, ich bin ja auch gerne im Restaurant. Und wir müssen jetzt plötzlich Regeln machen, um da was zu verhindern. Und jetzt gibt es stramme Regeln und jetzt kommt irgendeine ähnliche Lebenssituation, die wir aber auch nicht so präzise erfassen können. Und daraus werden Widersprüche und Inkonsequenz abgeleitet, daraus werden Vorwürfe konstruiert. Da bin ich ein bisschen, wie soll ich sagen,
uneinsichtig geworden, dass mir Journalisten oder andere erklären, warum wir mal wieder diesen Bereich anders behandeln als jenen. Wir müssen manchmal, also ich will nicht sagen, wo gehobelt wird, fallen Späne, aber wenn man eine Entscheidung treffen will, dann muss man sie irgendwo mal treffen und sagen, dieser Bereich ist jetzt so geregelt und dann kann ich es auch nicht ändern, dass was weiß ich, unter freiem Himmel in einem Fußballstadion ist es tatsächlich ein bisschen weniger infektionsriskant, als wenn ich in einer geschlossenen Halle mit den gleichen Menschen bin. Aber ich brauche Grundsätze und es muss geregelt sein, was die Verhältnismäßigkeit, die Vergleichbarkeit und den Gleichheitsgrundsatz angeht, haben die Gerichte schon mehr und mehr strenge Kriterien angelegt und deswegen war das nicht willkürlich, sondern es war der Versuch, wirksame Maßnahmen, organisierbare und kontrollierbare Maßnahmen so umzusetzen, dass der Infektionsschutz ausreicht. Und wenn Sie mal die Todeszahlen in Hamburg vergleichen mit Sachsen, können Sie es veröffentlicht am RKI, die Todesrate in Sachsen ist 3-mal höher als in Hamburg. Und Hamburg ist eine Metropole, wir haben nicht so viel Platz um uns herum. Insofern, ich stehe schon zu unserem Kurs und ich glaube, wir haben nicht alles richtig gemacht. Wir haben in jeder Situation natürlich auch immer in Unkenntnis von wissenschaftlicher Basis, die wir erst später hatten. Wir mussten immer auf unsicherem Terrain rationale Entscheidungen treffen. Aber der Gesamtkurs, muss ich sagen, der war der richtige und ich kann das in jedem Detail, glaube ich, auch weiter begründen, wenn wir die Zeit dazu hätten. Ja, genau, das ist das Problem. Deswegen möchte ich hier nochmal an dieser Stelle euch darum bitten, euch möglichst kurz und präzise zu fassen. Und Herr Tschentscher, vielleicht könnten Sie auch noch ein bisschen die Zeit für uns haben. Ja, es ist eine Berufskrankheit, dass man immer so lange redet. Freundlich. Ja, danke, dass Sie heute hier sind und sich die Zeit genommen haben. Und ich wollte auch mal etwas zurückmelden. Und es soll jetzt nicht so aus der Ecke kommen, dass da jetzt alles unverhältnismäßig und das war alles schlecht. Also ich denke, Sie haben viele Tote verhindert. Ich muss aber wirklich sagen, ich habe mich auch immer gefragt, wurden wir vergessen, wie der Kollege davor eben auch. Und dann einfach mal so dahin zu sagen, mit Social Media könnten wir uns ja auch beschäftigen und das hätte man dann so mit den Kollegen abgesprochen. Ich muss ehrlich sagen, das lässt mich fassungslos zurück. Ich habe Freunde, die haben seit 2 Jahren kaum andere Leute gesehen, haben sich sehr, sehr eingeschränkt und ich weiß, dass sie einen harten Job haben und sehr, sehr viel arbeiten müssen und vieles ist wichtiger. Aber unsere Generation hat einfach unfassbare Einschränkungen und dann einen Satz so dahin zu sagen, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich sage Ihnen mal, ich habe hier jetzt ganz offen mal gesagt, was mir so begegnet ist an Dingen. Sie können in so einem Amt nicht jeden Tag an alles denken. Und wir haben auch ganz schlimme Dinge erlebt in anderen Bereichen, wo Politiker gesagt haben, ich habe da plötzlich einen Brief bekommen, das muss man ja auch sehen. Ich sage Ihnen aber ganz selbstbewusst, wir haben sehr stark an die Universitäten gerade gedacht. Wir haben enorm viel, wir haben fast Stunden jedes Mal über Schulen gesprochen. Es ist nicht so, dass die Politik sich das da leicht gemacht hat und gesagt hat, wir gucken jetzt mal, wie wir mal elegantest durchkommen und Infektionsschutz steht an erster Stelle, sondern die Folgen für die betroffene Generation standen immer im Vordergrund. Und ich sage ja nochmal, ich versuche zu erklären, warum wir sehr viel über die Kitas und Schulen diskutieren. Lesen Sie mal die Zeitung. Es geht von morgens bis abends um Kitas und Schulen. Und ich verstehe das auch, weil Kinder diejenigen sind, die auf die Entscheidungen der Erwachsenen sehr stark angewiesen sind. Und ich sage aber, je älter die Leute werden, umso mehr kann man eben auch sich selbst ein Stück weit helfen. Das ist alles nicht schön, aber dass junge Berufstätige sind, ob das diejenigen sind, die als junge Familien mit der Corona-Pandemie konfrontiert waren, die auch ganz schlimme Situationen erlebt haben. Junge Eltern, beide berufstätig, 2 Kinder, plötzlich sind die Kitas zu. Da haben wir auch dran gedacht. Wir haben gesagt, in Hamburg gibt es keine verschlossenen Kitatüren. Wenn es Notfälle gibt, wenn es nicht organisierbar ist, dann waren unsere Schulen und die Kitas für den Notbetrieb immer geöffnet. Wir haben an allen Ecken und Enden die verschiedenen Lebenssituationen bedacht. Und dennoch, ich wollte das einfach nur als Beleg dafür nehmen, dass es nicht ganz gelungen ist, dass selbst in meinem Umfeld Leute gesagt haben, das ist jetzt, und ich wollte dieses Beispiel nehmen mit den 5 Personen, 2 Haushalten. Da denkt man so, das ist doch eigentlich für alle gleich. Aber es ist eben nicht gleich aus der Lebenssituation heraus. Und deswegen haben wir eben auch bei uns im Senat oft aus der Perspektive einzelner Lebenswelten heraus diskutiert und da sind die Studierenden jetzt nicht durchs Rost gefallen. Es tut mir leid, wenn das jetzt gerade so klang, als wenn wir dann irgendwann mal dran gedacht haben, dass es auch noch Studenten gibt. Ich wollte nur recht geben, dass wir dieser Generation, die zwischen der, die wir unbedingt schützen wollten, der Ältesten
Und der jungen Generation, an die wir denken wollten, weil wir sagen, die sind am schutzbedürftigsten, gibt es eben, sagen wir mal, die mittleren Jahrgänge, die eigentlich nicht so stark gefährdet sind durch die Erkrankung, die aber trotzdem einen großen Teil der Pandemielast getragen haben. Das ist schon meine Erkenntnis. Und deshalb bitte ich schon darum zu sehen, dass wir das nicht, dass uns das bewusst war. Also unsere Wissenschaftssenatoren, die Universitäten haben sich auch regelmäßig eingebracht und gesagt, wir brauchen noch diese Regelung und wie sollen wir denn zurechtkommen? Aber in einer Lebenslage, in der das Normale darin besteht, dass man sich sehr viel begegnet, das studentische Leben besteht ja darin, dass man sich von morgens bis abends irgendwo trifft und dass man ein Stück weit das Leben auch genießt in seinen besonderen Formen der Clubs und dass dieser Bereich dann auch besonders eingeschränkt ist, liegt auch wiederum in der Natur der Sache. Es gilt auch für Ihren Künstler, den Sie dort als Beispiel haben. Ich kenne das auch, viele Berichte von denjenigen, gerade die jüngeren Musiker zum Beispiel, die noch nicht etabliert sind, die noch darauf angewiesen sind, ihr Publikum live vor sich zu haben, damit sie Erfahrung haben und Unterstützung bekommen. Die sind auch ganz besonders hart betroffen. Es ist nicht nur Udo Lindenberg und ich weiß nicht, die großen bekannten Stars, die ihre Tournees absagen mussten. Die kommen sogar durch, die sind wirtschaftlich etabliert. Gerade diese, die Clubszene, die Künstler, die so in der frühen Phase ihrer Kreativität stehen, die sind ganz besonders hart betroffen gewesen. Das verstehe ich alles, aber die Frage ist ja umgedreht, was hätten Sie als Bürgermeister entschieden in der Lage? Und da kann ich Ihnen nur sagen, denken Sie darüber nach, bitte. Darf ich Sie da mal unterbrechen, Herr Tschentscher? Ja, ich wollte mich nur verteidigen gegen den Vorwurf, dass wir eine ganze Generation komplett übersehen haben. Genau, einmal eine weitere Frage. Hinterfragt euch bitte nochmal vorher, ob die Frage nicht vielleicht auf anderem Wege vorher beantwortet ist, da uns maximal noch zwei verbleiben. Ja, vielen Dank. Vielleicht nur eine Frage. Wir hatten ja die Spaltung der Gesellschaft angesprochen. Inwieweit würden Sie sagen, gab es da Fehler oder auch so Dinge, die man gelernt hat in der politischen Kommunikation? Was würden Sie jetzt anders machen und vielleicht wie ist Ihr Ansatz, diese Spaltung sozusagen wieder, diese Stadt und auch vielleicht diese Gesellschaft wieder zu vereinen? Ich glaube nicht, dass es eine Spaltung der Gesellschaft gibt. Ich glaube, dass ein Teil der, und zwar nicht der, die Mehrheit, sondern ein Teil der Bevölkerung gegen die Politik aufgebracht ist durch diese Corona und durch diese Impfdiskussion. Es war so eine typische Journalistenfrage. Sagen Sie mir mal Ihre Fehler, damit ich dann richtig draufschlagen kann. Oder wo sind die größten Schwächen? Was waren die größten Fehler? Ich will die Frage einfach umdrehen. Ich glaube, dass wir sehr viel mehr kommuniziert haben als je zuvor. Dass Pressekonferenzen des Senats live gestreamt werden, das gab es vorher nicht. Was glauben Sie, wie viele Personen damit beschäftigt waren, bis in die Nacht Social Media Fragen zu beantworten? Wir haben kommuniziert bis in die Nacht, weil wir einfach dieses große Erklärungsbedürfnis auch erlebt haben. Ich meine, mir selbst ging es ja so, dass ich mich gefragt habe, wie erkläre ich das nun wieder, dass wir diese neue Einschränkung machen. Das ist unglaublich erklärungsintensiv gewesen. Und das gelang nur, indem wir Kanäle angeschaltet haben, die es bis dahin nicht gab. Wir haben also eine völlig neue Technik auch genutzt, die Videobotschaften, die ich zum Teil regelmäßig aufgenommen habe, um einfach größere Reichweite zu bekommen. Die Pressekonferenzen, die gestreamt wurden, sodass Bürgerinnen und Bürger live verfolgen konnten. Nicht nur, was Journalisten am Ende in Zeitungen schreiben, sondern was auch original gesagt wurde und wie gefragt wurde. Also ich glaube, dass die Politik in diesen zwei Jahren enorm viel mehr kommunikativ gefordert war. Für mich war das Talkshow-Format ganz interessant. Man wundert sich, wie groß Reichweite ist von diesen bundesweiten Talkshows. Das ist, muss man sagen, für mich ganz bewusst geworden, dass wenn man in so einer Talkshow eine Erklärung platziert, dass das eine riesen Reichweite kriegt. Insofern ist es auch gut, dass diese ganzen Redaktionen sich dann diesen Corona-Fragen gewidmet haben. Und dennoch ist es mir auch so gegangen, dass ich dachte, ich habe es 10-mal gesagt und dann treffe ich auf Leute, die sagen, das habe ich ja noch nie gehört, dass sie das so und so gemeint haben. Das zeigt mir dann wieder, dass Kommunikation ja auch immer noch besser sein kann. Ja, ich denke, an diesem Punkt können wir noch zur allerletzten Frage übergehen und dann würden wir auch weitermachen. Ich wollte einmal fragen, angenommen, das geht jetzt noch 5 Jahre weiter oder vielleicht 3, 4 Jahre und es kommt immer die neue, nächste Welle und es kommt immer eine schlimmere Mutante. Könnten Sie sich vorstellen, dass irgendwann die Wertung der sich gegenüberstehenden Interessen sich ändert? Jetzt haben wir vielleicht Wirtschaftskraft und Gesundheit, Freiheit versus Gesundheit, dass sich die Wertung irgendwann ändert, je länger das dauert?
Es gibt diesen Widerspruch nicht. Wer den Infektionsschutz nicht ernst genommen hat, hat auch wirtschaftlich die größten Schäden davon getragen. Es gibt diesen Widerspruch nicht. Dieser Widerspruch, entweder habe ich weniger Infektionen, dann habe ich aber mehr psychische Schäden und umgekehrt. Diese Widersprüche existieren nicht. Wer in einer solchen Naturkatastrophe nicht konsequenten Infektionsschutz macht, hat höhere psychologische, höhere wirtschaftliche, höhere politische Schäden. Deswegen glaube ich, war es wichtig, dass wir in Deutschland gesagt haben, wir müssen den Infektionsschutz an die erste Stelle stellen, sonst kommen wir in schlimmes Fahrwasser. Aber natürlich verstehe ich Ihren Punkt zu sagen, wir müssen jetzt auch überlegen, welche Folgeschäden muss man jetzt möglichst gut beheben. Deswegen haben wir einen Kultursommer organisiert letztes Jahr, der nach der Beurteilung anderer eine ziemlich gute Wirkung hatte, weil es nochmal so ein Revival gab von Live-Kultur und Live-Kunst. Und insofern glaube ich, müssen wir jetzt überlegen, wo sind strukturelle Schäden eingetreten, die wir angehen müssen. Vieles wird sich relativieren. Wir haben auch positive Effekte erlebt. Diese ganze Homeoffice, mobile Arbeit, Welt ist riesig nach vorgekommen. Das hat auch positive Wirkungen. Nicht in dem Umfang, aber in einem bestimmten, der bleiben wird. Und wir müssen uns Gott sei Dank nicht darauf einstellen, dass das jetzt Jahr für Jahr so weitergeht. Die Impfung ist sehr wirksam. Und nur weil die Omikron-Variante derzeit nicht erfasst wird, heißt das nicht, dass es immer so sein wird, dass neue Varianten dann plötzlich wieder Immune Escape bedeuten. Sondern die Impfstoffhersteller werden jetzt das Spektrum der Impfwirkung ausweiten. Und Omikron hat es gerade hingekriegt, sozusagen zu entwischen. Aber die neuen Impfstoffe werden diese Mutation wieder miterfassen, sodass wir eine noch breitere Impfwirkung bekommen. Und irgendwann können die Viren gar nicht mehr so mutieren, dass sie dran vorbeikommen, weil dann sind sie wirkungslos. Das heißt, wir haben eine gute Chance bei der weiteren Spezifizierung oder Weiterentwicklung der Impfstoffe und einer hohen Impfquote, dass wir in eine endemische Phase kommen, in der wir zwar noch Viren haben und immer mal wieder Leute krank werden, aber nicht mehr in dieser katastrophalen epidemischen Massivität, sodass das dann eine individuelle Entscheidung ist. Wenn ich dann 60 bin und Bedenken habe, dass ich Corona bekomme, kann ich mich dann in Zukunft genauso gegen Corona wie gegen Grippe impfen lassen. Und wenn ich individuell mich darauf verlasse, dass meine natürliche Immunität durch frühere Kontakte mit Corona ausreichen, kann ich die Entscheidung auch treffen. Das ist die lange Perspektive. Und deswegen hoffe ich, dass wir über diese psychologischen, auch diese gesellschaftlichen Kollateralschäden möglichst schnell hinwegkommen. Viele versöhnen sich, glaube ich, auch mit diesen negativen Erfahrungen, wenn es denn vorbei ist. Das ist ja auch meine Hoffnung, dass wir diese Empörung über die Politik seitens mancher Corona-Leugner, dass sich das ein bisschen relativiert, wenn dann die Sache überstanden ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank erst einmal an dieser Stelle, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute für diesen Dialog, auch für die Fragen des Publikums. Und der Dank gebührt natürlich nicht nur von Karim und mir, sondern eben auch von der Hochschule. Und in diesem Sinne würde ich nochmal Frau Lender auf die Bühne bitten. Ja. Ach so, na wunderbar. Ja, lieber Herr Dr. Tschentscher, im Namen der Hochschule möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute zu uns auf den Campus gekommen sind, dass Sie mit uns auf 2 Jahre Pandemie zurückgeblickt haben, dass Sie die Herausforderungen der Politik in diesen Zeiten nochmal mit uns geteilt haben und natürlich, dass Sie sich auch den Fragen unserer Studierenden gestellt haben. Vielen herzlichen Dank. Ja, zur Erinnerung an diesen Abend möchte ich Ihnen gerne die Bucerius Law School Krawatte noch überreichen. Mir wurde zugetragen, dass Sie noch nicht Träger dieses nur an der Law School zu erwerbenden Krawattenexemplares sind. Und wir dachten, dass es doch sehr schön ist, wenn die Law School Farben auch im Rathaus zukünftig getragen werden. In diesem Sinne, das ist ja, vielen Dank. Das werde ich gleich mal ausprobieren vom Design. Genau. Ja, vielen Dank. Ja, dann hoffe ich, dass Sie mich mal wieder einladen zu einem Thema, das nicht ganz so strittig ist wie diese Corona-Pandemie-Politik. Denn, wie ich eben schon erwähnte, es ist nicht so leicht, den Zugang zu allen Generationen zu haben. Und zur studentischen Welt, zu Ihrer Generation, suche ich sehr gerne Kontakt. Wenn es also wieder Themen gibt, die von allgemeinem Interesse sind, fürs Studium Generale geeignet sind, laden Sie mich gerne wieder ein. Vielleicht sind wir dann mit etwas weniger schwergängigen Themen konfrontiert und finden leichtere gemeinsame Lösungen. Vielen Dank. Ja.